Hallo und herzlich willkommen zurück zum Lernzyklus Zehnerpotenzen und Gleitkommadarstellung von Mathematik macht Freunde Freude. In diesem Video kannst du dein Können testen. Du wirst zwischen den Darstellungsformen wechseln und mit Zehnerpotenzen rechnen. Dafür brauchst du natürlich die Grundlagen aus dem Intro und den Basic-Videos. Weißt du, was eine Zehnerpotenz ist? Was ist die Gleitkommadarstellung? Wofür wird sie benötigt? Kannst du noch einige Vorsilben aufzählen, die wir kennengelernt haben? Machen wir dazu einen kurzen Sicherheitscheck. Drücke auf Pause und probiere diese Fragen zu beantworten. Gut gemacht! Ich habe hier meine Antworten zum Vergleich aufgeschrieben. Deine Antworten müssen natürlich nicht genau wie meine sein. Sie sollten aber ähnlich sein. Eine Zehnerpotenz ist eine Potenz mit der Basis 10 und einer ganzen Hochzahl. Die Gleitkommadarstellung besteht aus einer Vorzahl und einer Zehnerpotenz. Sie wird zur Darstellung sehr großer und sehr kleiner Zahlen verwendet. Einige gängige Vorsilben sind hier aufgelistet. Wenn du noch etwas unsicher bist, schau dir lieber nochmal die vorherigen Videos an. Ansonsten bist du gut gerüstet für die folgenden kniffligen Aufgaben. Los geht's mit einer Zuordnungsaufgabe. Du siehst hier Kärtchen mit unterschiedlichen Maßangaben. Es passen jeweils drei Kärtchen zusammen. Die Maße sind unterschiedlich angegeben. Einmal in Potenzschreibweise, einmal mit Hilfe von Vorsilben und einmal als ausgeschriebene Zahl. Gehen wir ein Beispiel zusammen durch. Die drei zusammengehörigen Kärtchen sind violett markiert. 0,058 Meter kann auch in Millimeter, also mit einer Vorsilbe, angegeben werden. Von Meter auf Millimeter sind es drei Stellen. Daher verschieben wir das Komma um drei Stellen nach rechts und erhalten 58 Millimeter. Wir können die Zahl auch mit einer Zehnerpotenz angeben. Dann sind es 58 mal 10 hoch minus 3 oder 5,8 mal 10 hoch minus 2 Meter in der normierten Gleitkommadarstellung. Jetzt bist du dran. Wenn du willst, kannst du in der Beschreibung des Videos einen Link anklicken und dir das Arbeitsblatt herunterladen. Dann kannst du die Kärtchen ausschneiden und probieren, alle zusammengehörigen Kärtchen zu finden. Hier siehst du die Lösung zu Aufgabe 1. Die zusammengehörigen Kärtchen sind farbig markiert. Ich habe sie für dich noch einmal sortiert. Hast du es auch so? Falls nicht, überlege dir nochmal in Ruhe alles durch. Bist du bereit für die nächste Aufgabe? Bei dieser Aufgabe wirst du mit Zehnerpotenzen rechnen. Wende dafür die Rechenregeln für Potenzen an. Diese haben wir bereits im Intro-Video wiederholt. Versuche, die folgenden Rechnungen selbstständig zu lösen und so weit zusammenzufassen, dass die Lösung in der normierten Gleitkommadarstellung dasteht. Nachher werden wir sie gemeinsam überprüfen. Du bist ganz schön fleißig. Bravo! Bei der ersten Rechnung können wir die zwei Zehnerpotenzen multiplizieren. Du weißt, dass dabei die Hochzahlen addiert werden. Wir wenden also die rote Rechenregel an. Somit ergibt sich gleich schon die normierte Gleitkommadarstellung 5 mal 10 hoch 6. In der zweiten Rechnung kommen sowohl zwei Vorzahlen als auch zwei Zehnerpotenzen vor. Wir führen beide Multiplikationen getrennt durch. Um die normierte Gleitkommadarstellung zu erhalten, müssen wir die Hochzahl der Zehnerpotenz um 1 erhöhen und können dafür die Vorzahl um einen Stellenwert verkleinern. Jetzt kommt ein Bruch in der Rechnung vor. Das bedeutet aber nichts anderes,
als das durch den Nenner dividiert wird. Wir dividieren also die 5 durch die 8. Das ergibt 0,625. Für die normierte Gleitkomma-Darstellung wollen wir eine Vorzahl größer gleich 1. Daher verschieben wir das Komma um eine Stelle nach rechts und korrigieren dies in der Hochzahl der Zehnerpotenz, indem wir sie um 1 vermindern. Dieselbe Division führen wir auch bei der nächsten Rechnung durch. Die Zehnerpotenz steht dieses Mal jedoch im Nenner. Aufgrund der gelben Rechenregel können wir 1 durch 10 hoch 2 auch als 10 hoch minus 2 schreiben und erhalten so die Gleitkomma-Darstellung bzw. die normierte Gleitkomma-Darstellung. Für die fünfte Rechnung trennen wir die Vorzahlen von den Zehnerpotenzen und führen die Divisionen getrennt durch. Zur Berechnung der Zehnerpotenzen wenden wir die blaue Rechenregel an. Wir erhalten 0,625 mal 10 hoch 2 und formen erneut auf die normierte Gleitkomma-Darstellung um. Üblicherweise wird die 1 über der 10 weggelassen. Diese einfache Multiplikation kann auch berechnet und die Zahl ohne Gleitkomma-Darstellung dargestellt werden. Bei der letzten Rechnung können wir zuerst die grüne Rechenregel anwenden und die Hochzahl außerhalb der Klammer auf beide Faktoren geben. 5 hoch 2 können wir berechnen. Das sind 25. Für die Berechnung der Zehnerpotenz müssen wir die orange Rechenregel anwenden. Es ergibt sich 25 mal 10 hoch 8 und in der normierten Gleitkomma-Darstellung 2,5 mal 10 hoch 9. Du hast jetzt schon viel über die Gleitkomma-Darstellung gelernt und auch schon einige Rechentricks drauf. Wenn du wissen willst, wo diese hilfreich sind und angewendet werden, kannst du dir das anschauen. Bis dann!